Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal um etwas von Ferrix und zwar für den Garten, nämlich eine 40 Volt Akkukettensäge, die FN AKS 4030. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, musst du jetzt dranbleiben. Ja, alle Jahre wieder gibt es neue Kettensägen bei den Discountern. Diesmal startet Aldi mit dieser Ferrex Kettensäge aus dem 40 Volt Programm. Diese kommt ohne Akku allerdings. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr euch einen Akku und ein Ladegerät mitnehmt, wenn ihr das noch nicht zu Hause habt. Kosten tut das Ganze etwa 60 Euro. Ich verlinke euch das Datenblatt auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Da Aldi so keinen Online-Shop hat, was diese Säge sonst liefern würde, müsst ihr euch da auf jeden Fall in die Filiale begeben. Müsst ihr vielleicht ein bisschen schnell sein. Ansonsten sind die Geräte natürlich immer recht schnell auch vergriffen. Ja, die Säge bietet einmal eine werkzeuglose Kettenmontage und Spannung. Das erfolgt hier über dieses Rad. Das gucken wir uns auch gleich an, wenn wir die Säge dann ausprobieren. Wir haben ein 30 cm Oregon Markenschwert mit Umlenkstern dabei. Dem ist allerdings neuerdings jetzt nicht so, denn da sind so kleine Aufkleber drauf und ihr seht, da steht drauf, Wechsel des Kettenherstellers enthält Qualitätsschwert und Sägekette der Marke Trilink. Trilink habe ich selbst so gar nicht gehört. Oregon ist natürlich sonst eine Marke und da das hier auch abgebildet ist auf der Verpackung, finde ich das schon so ein bisschen schwach. Jetzt weiß man nicht, was da passiert ist. Es kann sein, dass Oregon vielleicht die Ketten nicht liefern konnte. Es gab ja mehrere Probleme jetzt aufgrund des Viruses und aufgrund dessen, dass der Suezkanal eine Zeit lang zugewiesen ist. Da kam es sowieso zu Lieferengpässen. Kann sein, dass man aus diesen Gründen dann auf andere Kettenhersteller zurückgreifen müsste. Trilink, wie gesagt, habe ich so noch nicht gehört. Wer davon schon mal gehört hat oder das vielleicht sogar zu Hause nutzt, der kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall habt ihr bei dem Gerät 3 Jahre Garantie. Was ich auch schön finde, ist, dass Aldi jetzt immer solche Bezeichnungen auch mit dabei hat. Dann weiß man immer, gibt es jetzt ein neues Modell? Und wenn man darüber redet mit irgendwelchen Kumpels oder Bekannten oder Freunden, dann kann man sagen, ich habe ja die 4030, dann sagt der, oh, ich habe schon die 4050, da hat sich das und das geändert. Das macht auf jeden Fall vieles einfacher. Was man auf jeden Fall hier noch hervorheben kann, ist, dass die Säge über einen Sanftanlauf verfügt, einen Krallenanschlag aus Metall. Das ist heute auch nicht mehr selbstverständlich, vor allen Dingen nicht in dieser Preisklasse. Und Bioöl haben wir auch dabei. Ich verlinke euch einiges in der Videobeschreibung noch dazu, was ihr für so eine Kettensäge noch anschaffen könnt. Wenn ihr da Neueinsteiger seid, braucht ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr Öl, denn hier sind nur 200 Milliliter dabei. Wenn ihr euch einmal für Öl entschieden habt, ob ihr Mineralöl oder Bioöl nehmt, dann solltet ihr das auf jeden Fall zwischenzeitlich nicht wechseln. Also bleibt dann bei entweder bei Bioöl oder bei Mineralöl und kauft euch auch auf jeden Fall Sicherheitsausrüstung. Auf jeden Fall solltet ihr einen Frostschutzhelm dazu kaufen und Gehörschutz. Auch wenn die Säge wesentlich leiser ist als zum Beispiel eine Benzinersäge. Ich packe sie mal aus und wir gucken uns das Ganze mal etwas genauer an. So, zum einen habt ihr natürlich hier die Säge mit dabei, gucken wir uns gleich an. Dann haben wir hier diese 200 Milliliter Bio-Kettenöl, die füllen wir dann hier oben ein. Kann ich euch auch gleich dazu sagen, ich finde das super, dass hier dieser Öleinfüllstutzen hier an der Oberseite ist und nicht an der Seite. Denn irgendwann nach ein paar Jahren wird die Dichtung natürlich ein bisschen spröde. Und wenn ihr das Gerät dann irgendwo im Regal liegen habt, dann kann das sein, wenn das seitlich wäre, dass das Ganze hier so ein bisschen ausläuft und dann verschmutzt das natürlich eure Oberflächen. Und so ist natürlich das Ganze ein bisschen minimiert oder eigentlich sogar ausgeschlossen, dass hier Öl herauskommt, außer wenn ihr die Kettensäge natürlich auf die Seite legt. Ihr seht auch, wir haben ein großes Sichtfenster dabei. Sieht so aus. Das ist mal wirklich sehr großzügig gearbeitet. Manchmal ist das ja wirklich so ein Milchglas, was nur mini klein ist, wo man sich dann schon fragt, ist da jetzt noch Öl drin oder nicht. Hier sollte das auf jeden Fall einfach abzulesen sein. Und ihr seht, daneben ist auch nochmal eine Skalierung, wann ihr das Öl dann nachfüllen sollt. Ja, mit dabei ist noch ein Kettenschutz. Der ist aus sehr dünnem Material und hat auch so keinen Aufdruck. Dann haben wir hier ein besagtes Schwert. Das sieht so aus, das werden wir gleich aufschieben. Hier steht nicht Oregon drauf, hier steht jetzt sogar Ferrex drauf. Also da hat man vielleicht in letzter Sekunde noch irgendetwas drauf gedruckt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die das geändert haben aufgrund von irgendwelchen Kosten. Weil wenn das jetzt hier irgendwie 30 Cent billiger ist oder was, deswegen ändert man das nicht und verunsichert vielleicht sogar noch die Kunden, indem da auf der Packung dann ein Oregon-Schwert abgebildet ist und dann auf einmal was anderes dann mit drin ist. Die Kette ist auch dabei. Hatte ich bereits gesagt, eine Ersatzkette und sowas verlinke ich euch natürlich auch unten alles in der Videobeschreibung. Demnächst kommt hier auch noch ein Video zu einem Kettenschärfgerät, das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen, denn dann könnt ihr diese Ketten auch wieder flott kriegen. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der hat jetzt Gelegenheit, dies zu tun. Eine Bedienungsanleitung ist auch mit dabei, die sieht so aus.
Und hergestellt wird das Ganze hier von Mogatec, Moderne Gartentechnik GmbH. So, dann gucken wir uns die Maschine mal etwas genauer an. An der Seite ist hier die Akkuaufnahme ganz deutlich zu erkennen. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, dass dieser Handgriff komplett aus Hartplastik ist, dass hier nicht nochmal etwas gummiert ist. Wenn das Ganze etwas gummiert wäre, dann würde die natürlich etwas besser in der Hand liegen. Dafür haben wir allerdings hier hinten am Hauptgriff eine Gummierung und der ist auch ausreichend groß, selbst für so große Hände wie ich sie habe. Dann haben wir hier die Auslösung und wir haben einen Sicherheitsschalter mit dabei, damit das ein bisschen kindersicher gestaltet ist. Wir haben hier vorne noch eine LED-Anzeige, die uns den Betriebsstatus dann verrät. Wir haben hier unten noch eine Aufschrift, was das Ganze dann bedeutet. Vorne, wie gesagt, hier eine Metallkralle mit dran. Damit können wir uns dann im Holz so ein bisschen runterarbeiten. Ihr kennt das, ihr habt das sicherlich schon mal gesehen. Ich weiß ja nicht, ob jetzt eine Kettensäge unbedingt neu ist für euch oder ob ihr das schon mal gemacht habt. Für die Neuen ist es einfach so, dass ihr euch vielleicht mal ein paar Videos angucken solltet zu Forstarbeiten. Da seht ihr das ganz deutlich, wie man sich mit so einem Krallenanschlag dann auch herunterarbeitet. Das hier vorne ist die Motorbremse. Die müssen wir dann natürlich nach hinten ziehen, um die Kette überhaupt lauffähig zu kriegen. Die ist einfach dafür da, wenn euch die Maschine mal irgendwie entgegenkommt, Kickback nennt man das Ganze, dass ihr das hier da mit der Hand dann auslöst und dann stoppt die Kette dann auch sofort. Ja, an dieser Seite wird die Kette dann montiert. Das können wir jetzt mal eben machen, indem wir das hier einmal abdrehen. Das geht nämlich eigentlich ganz einfach. So sieht das dann aus. Das ist so ein Schnellspanner, der verriegelt das Ganze und zum anderen spannt er dann auch automatisch die Kette. Müssen wir natürlich erstmal unser Schwert hier auspacken. So, und dann haben wir hier die Kette, die müsst ihr natürlich auch auspacken. Achtet dabei auf die richtige Schneidrichtung. Das muss immer so sein, dass dieser Tiefenanschlag nach vorne zeigt und natürlich auch die Schneidglieder auch nach vorne zeigen. So sieht das Ganze dann aus und so rum wird das Ganze dann eingespannt. Dann legen wir das einmal um unseren Umlenkstern hier vorne drauf. So sieht das aus. Müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, wer empfindlich ist, sollte vielleicht dabei auch Handschuhe anziehen. So, wenn ihr das dann so gespannt habt, könnt ihr das Ganze hier einmal um dieses Ritzel legen und dann könnt ihr das hier aufsetzen. Jetzt machen wir noch den Schnellspanner drauf. Es empfiehlt sich dabei, das dann so zu machen, wie ich das hier mache. Kontert hier so ein bisschen mit einem Finger und mit dem Daumen spannt ihr das so ein bisschen an, dass das hier unter Spannung steht. Jetzt ist das doch gar nicht mal richtig hier hinten. Müsst natürlich darauf achten, dass das hier einmal in diesen Führungsschienen jeweils drin ist und einmal um dieses Ritzel hier vernünftig auch eingreift. Dann müssen wir das Ganze hier einmal wieder aufsetzen und dann schrauben wir das fest. Und das war's schon. Und ihr solltet immer bei der Kettenspannung darauf achten, dass sie immer so ein paar Millimeter, ein Zentimeter oder sowas auch durchhängt. Nach dem ersten Schnitt oder nach den ersten Schnitten solltet ihr auf jeden Fall oder nach den ersten Schnitten solltet ihr auf jeden Fall die Kettenspannung nochmal kontrollieren, denn Ketten längen sich immer etwas und das Ganze stellt sich dann natürlich auch ein. Nicht, dass die Kette dann einen halben Meter durchhängt, das wäre dann natürlich gefährlich. Bei einer Akkukettensäge sollte die Kettenspannung immer etwas fester sein als bei einer Benziner. Deswegen ist das eigentlich so korrekt, wenn ich das hier abziehe, wenn wir da ungefähr 1 cm Spielraum haben. Jetzt fülle ich noch Öl ein. Das macht man, wie gesagt, hier oben drauf. Einmal das aufdrehen, dann füllen wir das Öl ein. Ich nehme jetzt allerdings mal eine andere Flasche, die lasse ich hier nochmal zu, weil ich habe noch eine angefangene stehen. So, dann füllen wir hier einmal Öl ein. Eigentlich passt da ja auf jeden Fall alles rein, aber ich mache das jetzt aus Zwecken erstmal nur so ein bisschen. Dann ist es natürlich so, dass wir einmal rausgehen müssen, weil hier drin, wenn das Öl rumfliegt, wäre das natürlich nicht so toll. Dann müsst ihr die Kettensäge auf jeden Fall ein paar Runden einfach mal so laufen lassen, dass die Ölförderung hier aktiviert wird und dass die Kette sich auch genügend schmiert. Das kann man immer überprüfen, wenn ihr zum Beispiel einen Zettel hinlegt, ein DIN A4 Blatt oder sowas und da drüber haltet. Und wenn dann so ein bisschen was auf das DIN A4 Blatt spritzt, wenn ihr da so einen kleinen Strich dann drauf habt, dann ist die Kettenschmierung ideal. Dann ist das alles aktiviert und dann könnt ihr loslegen mit der Arbeit. Jetzt müssen wir natürlich noch einen Akku einlegen. Für die Maschine sind nur die großen Akkus tauglich. Das heißt, ich weiß gar nicht, was die kosten. Ich glaube, so um die 40 € werden die liegen. Die vereinen nämlich das 20 Volt und das 40 Volt System. Die kleineren Akkus sind für das Gerät soweit nicht tauglich, da die nur im 20 Volt System arbeiten. Den Akku legen wir dann einfach hier ein. Das solltet ihr natürlich erst dann kurz vor der Arbeit machen, also kurz vor dem Arbeitsbeginn. Das Ganze dient natürlich dann den Sicherheitsgründen. Hier schaut mal hier in die Anleitung, da steht sogar bei der Kettenspannung ungefähr nur 3 mm. Das finde ich jetzt persönlich ein bisschen wenig und für mich sieht das jetzt hier auch fast nach einem Zentimeter aus. Von der Abbildung her, also orientiert euch so ungefähr bei einem halben Zentimeter, da könnt ihr auf jeden Fall nichts verkehrt machen.
Hier zum Kettenöltank habe ich euch auch was Falsches gesagt. Da passt das ganze Öl hier rein. Wir haben hier 200 Milliliter Öl. Es passen tatsächlich nur 150 Milliliter hinein. Die ganze Säge inklusive Akku wiegt etwa 5 Kilogramm. Also da habt ihr auch schon ordentlich was in der Hand. Ihr solltet auf jeden Fall immer zwei Akkus parat haben. Dann könnt ihr unterbrechungsfreier auf jeden Fall auch arbeiten. Zur Schwertlänge hatte ich auch noch nichts gesagt. Die beträgt hier 30 cm und die nutzbare Länge beträgt dann effektiv 28 cm. Die Kettengeschwindigkeit liegt bei 8,5 Meter pro Sekunde. Der Schallleistungspegel LVA liegt bei 98,5 Dezibel. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall bei der Arbeit Gehörschutz tragen. Jetzt gehen wir aber mal raus und probieren das Ganze aus. So, dann schauen wir uns das erste Mal hier mit Eichenholz an. Das war nix. So, schaut euch mal hier den Kettenstopp an. Der läuft nämlich einfach aus. Wenn ich loslasse, läuft es noch weiter. Das soll eigentlich nicht so sein, aber wenn ihr hier die Bremse auslöst, dann müsst ihr die Kette sofort stoppen. Das tut sie auch. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen größeres Kaliber. So, ich denke mal, für eine Akkumaschine war das wirklich eine Menge an Leistung. Ihr seht schon, die Kette hängt jetzt hier durch. Das ist das, was ich euch gesagt habe. Nach ein paar Schnitten solltet ihr das auf jeden Fall nochmal korrigieren. So, dann zieht ihr das einfach hier dran nochmal nach. Und dann ist das wieder in Ordnung. Da solltet ihr auf jeden Fall nach ein paar Schnitten immer mal drauf achten, gerade am Anfang. Wie gesagt, die Kette lenkt sich dann. Schauen wir uns mal an. Der Abtransport hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert, bin ich der Ansicht. Ich mache das hier mal auf. Und dann schauen wir mal rein, was hier übergeblieben ist. Da ist nicht viel im Kettengehäuse drin geblieben. Hier oben sind so ein paar Dinger. Das solltet ihr auf jeden Fall nach getaner Arbeit immer mal säubern. Einfach mal mit Druckluft auspusten oder mit einem Pinsel reinigen. Dann hält die Maschine auf jeden Fall länger. Ansonsten verharzt das oder wird hart. Und das blockiert natürlich dann auch den Kettentrieb. Ja, zur Laufzeit kann man so eigentlich gar nichts sagen. Eine vergleichbare Säge hatte ich mal im Ausdauertest. Die hat ungefähr 90 Schnitte geschafft. Ich glaube, das waren 10x10 Holz oder 10 cm Durchmesser an Holz. Das wird auch meistens als Standard genommen. Also 90 Schnitte in etwa, wenn ich mich da richtig erinnere, habe ich damit auch geschafft. Das kann man natürlich immer nicht genau sagen. Zum einen kommt es natürlich darauf an, wie scharf ist die Kette, wie ist die Schmierung, welches Material sägt ihr, wie trocken ist das Material, wie breit ist das Material, beziehungsweise wie dick ist das Material und, da kommen also sehr
sehr, sehr viele Faktoren auch zusammen. Deswegen kauft euch auf jeden Fall einen zweiten Akku mit dazu. Dann seid ihr auf jeden Fall leistungsfähiger. Ja, ihr habt die Kettensäge jetzt im Einsatz gesehen. Ich denke, das war schon recht beeindruckend. Viele Vibrationen hat sie jetzt nicht wirklich übertragen. Ich denke, jede Kettensäge überträgt einiges an Vibrationen. Natürlich mit hochpreisigen Modellen überhaupt nicht zu vergleichen. Auch vom Gewicht her überhaupt nicht zu vergleichen. Ich verlinke dir mal ein paar Videos unten auch in der Videobeschreibung zu anderen Modellen. Zum Beispiel auch zu einem sehr hochwertigen Modell. Das kannst du dir in Ergänzung ja nochmal anschauen. Auch wenn das natürlich bezüglich des Preises eine ganz andere Liga ist. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Vielleicht haben die einen oder anderen diese Kettensäge ja auch schon zu Hause und können davon auch schon den ersten Erfahrungsbericht ablegen. Das wäre natürlich prima. Schön wäre es auch, wenn ihr mir für dieses Video hier einen Daumen hoch da lasst. Wenn ihr den Kanal abonniert, dann vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, denn nur so bekommt ihr weitere Videos von YouTube auch immer angezeigt. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaut und sage bis dahin.